überzeugt kriegt, dass ich das bin. Oh nein, warum kommen mir Cops entgegen? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, das ist unvaterhaft gerade. Warum schaffst du denn? Rum. Warte mal. Papa, hast du Bescheid? Hallo, schönen guten Tag. Am besten fahren wir. Ja, oder? Ah, machen wir so. Wunderschönen guten Tag. Ich weiß schon, warum sie mich anhalten, warum weil ich. Angehalten ja, haben. Weil ich einen Schlenker gemacht habe, als ich sie gesehen habe. Aber sie müssen sich vorstellen. Nein. Nicht? War ich auf sie der falschen. Sie haben gerade so süß gelächelt und uns zugezwinkert. Da musste ich sie einfach anhalten. Ich glaube nicht, wie ihn sprechen würde, aber trotzdem ist es wahrscheinlich die angenehmere Person. Hier sind überall kaputte Autos. Was ist denn hier los? Tankstern rauf vielleicht? Oh, oh. What the fuck? Ich hab's gerade gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Alles okay mit euch? Ich mir ist schönen nicht so gut. Tag. Wer ist denn der Fahrer von dem schwarzen SUV? Nicht ich. Ja, ich. Ja, hören Sie das? User left your channel. Geht's Ihnen gut, aber müssen wir euch ich glaube, ich hatte gerade eine NATO-Unterfahrung. Ja, 5000 Euro wegen Unterschreiten der Mindestflughöhe. Hi. Hallo. User left your channel. Okay, ja, dann weiß ich, dass man ja nicht so fliegen darf, ja. Weil sie einsichtig sind, da drehe ich nochmal ein Auge zu und verwarnt. Was sagst du dann? Aber wie gesagt, das nächste Mal bitte wieder 300 Meter bleiben. Bitte nicht, bitte nicht! Das war schon hoch genug. Das war schon hoch genug. Ja, irgendwann wird ein jeder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber Herr Toastbrot, wir landen immer wieder auf unseren allen vier Reifen. Auf allen vieren, ich weiß es nicht. Ich muss schon mal ein bisschen Zucker geben. Einen Moment. Deswegen. Hm? Was? Wie? Ach so. Oh, danke schön. Das ist ja, erstaunlich lieb von Ihnen. Ich gebe gerne ein bisschen Zucker. Das ist, Dann nenne ich auch Zucker. Daddy. Ja, Das ist lieb von Ihnen. Ich gebe. Aber meine Mutter hat mir beigebracht, ich soll keine Süßigkeiten von Fremden annehmen. Also, einen Moment. Ja, bitteschön. Oh, Sie haben keinen Platz. Ja, dann lege ich es hier wohl einfach hin, bitteschön. Du kannst ja doch mitnehmen. Ruhig. Nein. Ich habe es jetzt hier auf den Boden gelegt. Okay. Da haben Sie gesagt, ich soll das sagen. Eine gute Erziehung haben Sie aber dann auch genossen. Dankeschön. Sie haben nichts gesehen. Könnte mich mal jemand losmachen? Willkommen zum Exekutionskommando. Okay. Was auch immer, es war entweder ich war's nicht und wenn ich's doch gewesen sein sollte, dann war's nicht so gemeint. Das Ganze läuft jetzt wie folgt ab. Der Kollege, dem seine Waffe, das ist ein neumodernes Gewehr. Wenn sie jetzt etwas Schönes singen, wird das Gewehr nicht schießen. Wenn sie nicht singen, dann wird das Gewehr sie erschießen. Okay, ja, okay, gut, dann werde ich was singen, aber einen Moment, ich muss mal kurz, ich muss mir kurz das Lied wieder einfallen lassen. Nein, das kann ich nicht. Barbie Girl. Okay, ich bin wieder so weit. Wow, das war schnell und unkompliziert.
Okay. Bitte? Haben Sie mit mir gesprochen? Ich hoffe, Sie haben keine Vorurteile, weil Sie ein schwarzer Zucker auf dem Feld pflückt. Das ist was Alltägliches. Es wäre mir nicht mal aufgefallen, wenn Sie es nicht erwähnt hätten. Ist mir relativ gleichgültig. Okay, sehr gut. Ich mag, dass Menschen nicht auf die Hautfarbe achten. Das haben wir selten in dieser Gesellschaft. Ja, das nennt sich Gleichgültigkeit. Ach so, nein, ich bin einfach nur kurzsichtig. Oh, wow. Ich hab mich schon gefreut. Weil wir haben halt gesagt, keiner von uns hat einen Führerschein. Rum, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist das ein Typ. Was ist los? Du hast doch das voll einen überfahren. Seid ihr auf der normalen Hauptstraße? Er hat ihn getötet? Nein! Aber er blutet und er ist not amused. Grumpy, spielst du eine Runde mit Konkurs? Aber es sieht witzig aus. Lass dich von dem Blut im Wasser einfach nicht stören, ja? Okay. Ich hinter mir her. Soll ich mal überfahren? Nein, mach's nicht. Der Zivilist bin ich. Warte mal. Er will mitfahren. Der verwirrte Typ. Schade. Mein Server bei Battlefield wieder voll. Der ist immer weg. Hör auf die Mutti. Das kann ich schon. Na, jetzt hat er es verpasst. Das ist so gruselig, der Typ. Okay, aber ja, ich werde nicht erschossen, wenn ich schlecht singe, oder? Weil ich kann nicht gut singen, das ist das Problem. Schlecht singen ist egal, Sie müssen nur singen. Das Gerät erkennt die Töne. Die Klangtöne. Okay, ja, ich kann gar nicht singen, aber ist egal, ich tue es einfach. Bevor ich hier sterbe, ich meine, keine Ahnung, was mit Ihnen los ist oder was Sie schon wieder getrunken haben, aber gut, darüber mache ich mir nachher Gedanken. Mir juckt das ist die Waffe, die Waffe, die hat ihren eigenen Kopf und wenn wir das nicht befolgen, dann schießt die Waffe uns. Deswegen sind wir eigentlich auch nur Geiseln der Waffe. Okay. Aber, okay. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Oh, 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 yeah. Come on Barbie, let's go party. Und irgendwas. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, oh it's Gott, fantastic. Okay. You can brush my hair. Wie viele Sekunden hab ich noch? Ich mach gleich. And shower to the left, and shower to the right, and don't forget to throw my hair. One more time, and 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, and touch, and push, and touch, and push, and shower to the left, and shower to the right, and don't forget the willy, try the willy to the beach. Woohoo! So, können Sie mich jetzt wieder losmachen, damit ich das so wunderschön gesungen habe? Selbstverständlich, wir müssen zum Einsatz, tschüss! Auf Wiedersehen! Viel Spaß, verrückte Polizisten! Wow! Aua. Vorsicht! Gott, sie bluten! Ja. Aber wie haben sie das... Hinter ein PRC-Quad. Keine Ahnung. Ein PRC-Quad. Dann habe ich halt eine PRC-Karte. Weil ich mal gerade versucht hatte... Warte, komm mal da genauso wie sie angefahren. Hab hier mit Hartrisse gebremst und dann stand ich da oben. Ganz von alleine. Das war ganz, ganz, ganz wirklich. Okay. So, ich würde mal sagen, die Praktikantin versucht, die Auto auf die Räder zu schubsen. Weil wenn das Auto kaputt geht, dann... Oder wenn ich einfach dabei... Aber ich würde das bei diesem Fahrzeug ganz ehrlich nicht riskieren. Weil ich sehe, das ist eine besondere Lackierung. Ach, haben Sie das Ding einfach mal weg. Okay. Ich hoffe, ich werde dabei nicht sterben, weil das kann auch passieren. Vorsicht, gehen Sie da lieber weg.
Der Herr. Okay. Ach du Scheiße. Jan. Ich denke, das reicht. Hallo, Chefin. Okay, dann noch eine Kleinigkeit. Es ist so. Ja. Die Versicherung erstattet Fahrzeuge. Chefin. Ein Moment, ganz kurz. Ich hab ein Geschenk für dich. Das ist sehr lieb, aber ein Moment. Die Versicherung erstattet Fahrzeuge, wenn sie durch einen dieser komischen Elektrostürme namens D-Sync. Bleib bei mir. Oh mein Gott, ist das süß! Egal. Das macht die Gefesselte hier. Oh, hey. Das ist ein Geschenk von Jan Bagardi. Oh mein Gott, wie süß ist der denn? Oh nein, er ist so lieb. Oh nein, ich behalte ihn. Monika, ich hab Angst. Er ist so süß. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin ganz lieb zu dir. Erstmal nehme ich dich mit. Warte mal, habe ich noch was Süßes mit? Ja, ich hab noch Donuts. Nein, erstmal bekommst du was Süßes. Monika, komm mit. Ich muss jetzt aber... Ist der Donut gut? Nein, du bleibst... Komm, Schmidt! Oh nein, ich glaube, er mag mich nicht. Und das, obwohl ich ihm gerade Donuts gegeben habe. Nein, ich hab ihm gesagt, dass du ihn quälen wirst. Ich werde ihn quälen? Mein Gott, wie gemein von dir! Ich will ihn adoptieren! Er ist auf jeden Fall satt. Ich hab den ziemlich voll gefuttert. Achso, deswegen steht er nicht so auf die Donuts. Wuhu, Sirenentaxi! Bagardi, rückst du mich noch, kommst du mir entgegen? Ja, warte, der Kopf liftet uns und fliegt jetzt mit uns irgendwo hin. Na super. So muss das laufen. Microphone so ist es. Gibt uns noch Geld, weil wir alles arme Schweine sind und dann... Das wär's! Dann wäre das mein absoluter Lieblingskopf. Fliegt uns durch die Gegend, besucht uns und unterhält uns am Marihuana-Verarbeiter und schenkt uns noch Geld. Bester Kopf ever. Ja. Hier, wer auch immer in der Tiere ist, ich kann dich auch mitnehmen, ich spawn da gleich. Oder so. Bin mit Offroader unterwegs, also recht. Ich muss mal gucken, vielleicht hat er noch eine Karte dastehen. Ich doch einfach eine auspacken. Ja, ich weiß eben nicht, was ich noch hab in der Garage. Also, Sarah, um weiterzumachen, aber ich muss erstmal einen Slot wechseln, weil ich fest, mich nicht bewegen kann. Ich hatte eine Pistole im Halfter und er What the fuck? What the fuck? Einfach nur! Wie ist das passiert? Der Pack hat mich voll weggerammt und mich gekillt, indem er mein Kart gerammt hat. Wer? Keine Ahnung, irgendein Geländewagen. Du Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man so unfähig fahren? Bei der Todeskurve. Entschuldige, dass ich mitten im Satz anfange loszuschreien. Nee, ist alles gut, bin ich gewohnt. Was? Gib mir ab. Endlich mal mit einer Frau. Deine Chance. Nee, danke. Die sieht nicht so gut aus. Du hast aber gar nicht nur das Tuch geguckt. Wie bitte? Ich sehe... Hat er nicht gesagt. Also ganz ehrlich, wenn ich ein Ganzkörperkondom anhätte, dann würde ich mich mit solchen Sprüchen richtig zurückhalten. Also, und nur mal nebenbei, nach neuestem Gesetz ist es verboten, dass sie verschleiert sind. Verschleiert? Was heißt denn verschleiert? Ich habe keinen Schleier im Gesicht. Oder besser gesagt, vermummt. Ach, ich hab mir doch einfach nur meinen Schal um mein Gesicht gewickelt. Das kann doch kein Verbrechen sein. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es verboten ist. Ach nein, ach kommen Sie. Können Sie da nicht ein Auge zudrücken? Gelten für jeden Bürger die gleichen Regeln hier. Können Sie vielleicht also, jetzt ein Auge zudrücken? Jetzt, das muss ich leider abgeben und wieder zurückgeben. Also als Polizist habe ich schon ein ganz gutes Geld, da brauche ich nicht noch extra Geld von Ihnen. Ach, kommen Sie! Nein, danke. Einen Moment bitte. Hier, Nazi, der hat einen guten Grund, warum es vermummt ist. Ich mag ihn nicht, er ist unbestechlich.